Erhebung von Henndorf haben festgestellt, dass die Leute einfach Türen nicht mehr aufmachen, wenn der Polizeistreife hinter ihnen herfährt. Und manchmal suchen sie sich schon eine Polizeistreife und fahren der nach. Keiner weiß, was wirklich passiert ist. Und irgendwann im 25-jährigen Heimattyp, der recherchiert, dass ich am 21.04. da bei einem Konzert gehabt habe und danach ist die Randale losgegangen. Keine Thermomix-Partys mehr, die Männer bleiben daheim, die Frauen gehen in den Ohrfurt. Verstehst du irgendwie so? Ihr wisst, was ich meine, ist einfach. Verliebt sein wieder, wirklich wahr. Kommt aber von dem hohen Ross, dass da nur um Liebe geht. Liebe ist wirklich, das kann ich euch jetzt sagen, nach jahrelanger Erfahrung, Liebe ist scheiße. Unter dem Deckmantel von Liebe passieren die grausigsten Sachen. Ein Ehemann erschlägt seine Frau auf der Straße, weil er so liebt, dass kein anderer mehr kriegt. Und manche Väter erschlagen ihre Kinder, weil sie so gern möchten, dass sie gescheit sind in der Schule. Und manche Länder überfallen andere Länder, weil sie so überzeugt davon, dass das Untermenschen sind oder Tiermenschen sind oder irgendwas, verstehst. Weil sie einfach nicht rüberkommen von einer und was. Und das möchte ich gerne. Ich möchte einfach, dass wir wissen, wenn die Liebe kommt, ist vorbei. Wenn die Liebe kommt, ist vorbei. Die Liebe ist, die Liebe ist, die Liebe. Und die Liebe kann ja auch einmal in die Fresse haben und so, tut mir leid, hab dich verwechselt. Das kannst du alles in dem Deckmantel von Liebe machen. Aber so wie jetzt was. Ich hab mir dann überlegt, da muss doch noch irgendwas geben, was uns dieses Risiko eingelassen, dass wir uns heute Abend da kennenlernen, ein Pärchen, zwei Leute, sitzen das erste Mal beieinander. Lernen sie kennen, gehen heute auf Nacht miteinander heim, in zwei Tagen schlafen sie miteinander. Geht eh dann langsam praktisch, wie es in heute Nacht gleich passiert. Und in drei Monaten merkst du, dass es scheiße ist und in 14 Jahren sagst du, scheiße, wir halten bis nur 20 Jahre aus. Da musst du schon wirklich mit gutem Wasser gewaschen sein, du musst schon einige Gumpen ausgenommen haben. Wisst ihr, was ich meine, ist einfach, da muss irgendwas geben, da muss irgendwas geben, was vor dem da war. Dass man so mutlos und so, da muss irgendwas geben halt. Dieses, und dann bin ich draufgekommen, das Wort ist Verliebtsein. Das Verliebte, in was verliebt bist. Wenn du in eine Frau verliebt bist, dann siehst du keine Hängetitel und keinen großen Arsch. Das siehst du, wenn die Liebe kommt oder manchmal riechst du nicht einmal was, wenn du verliebt bist. Verstehst du das? Wenn du verliebt bist und du liebst den Baum, der in den Garten schneidest du nicht einfach. Und wenn du die Kinder liebst, dann schlagst du es nicht einfach. Oder zwingst du es. Wenn du es liebst, wenn du verliebt bist, verliebt. Wenn du verliebt bist, kannst du wirklich. Da kannst du wirklich, wie sagt man, da kannst du gerecht sein. Wenn du verliebt bist, kannst du gerecht sein. Wenn du nicht verliebt bist, wenn die Liebe da ist, alles unter dem Deckmantel von Liebe. Ganze Völkermorde werden begangen unter dem Deckmantel von Liebe. Wann ist die Liebe da? Sag mal, wann die Liebe da ist. Sag mal, du, wann die Liebe, sag mal, du, wann die Liebe bei dir gekommen ist. Wann ist die gekommen? Ha? Wir sind 5 Jahre schon googelst in einem Drecksbild. Trieb mit lauter Arschlöcher und Leberkassenfresser und deine Frau sagt um 7 in der Früh zu dir, ja, du hast das Schild, du musst in die Arbeit gehen. Dann ist die Liebe da. Wisst ihr, was ich meine? Verliebt bedeutet mir die Frau in der Früh zu dir um 7 und sagt, ah, Kinder, jetzt gehen wir nochmal ins Bett, ich rufe für dich, du bist zu krank. Das ist Verliebtsein. Wisst ihr, was ich meine? Das ist der Unterschied. Das ist das, was ich gern wieder ein bisschen. Und da geht dazu, dass du nicht mehr mit der Uhr zahlst und nicht mehr mit der Karte zahlst, sondern dass du 50 Euro in der Hosttasche hast und mit dem Geld zahlst. Und wenn es nicht klangt, dann gehen wir wieder was zurück und kaufen uns das nicht auf Pump. Wir zahlen das wohl. Das ist mein Plan von. Verstehst du, nicht das wirklich alles kontrollieren. Jede Semme, die du dir kaufst in Zukunft, jeden Kondom, den du dir irgendwo auf der Geschäftsreise rauslässt, egal was, jede Hotelübernachtung, egal, denken wir nur an das Schlechteste, nicht an das Beste. Denken wir nur, was das. Dann ist vorbei, das sage ich gleich, der ist eine Uhren oben und der sagt wieder mal, so wie ich zum Aufziehen, so, die muss ich auf, die ist. 35 Jahre alt, die haben wir gekauft, die war. In einem Flugzeug hat es die gegeben. Also, habe ich heute gefunden, habe ich gleich einfach drin gehabt, geht wie die Sau, verstehst du? Also, ich habe ein Swatch. Ich habe gesagt, wenn ich Swatch soll, dann gebe ich die Batterien, die Lungs waren umsonst. Aber du weißt, ob es zwei. Man sieht das, habe ich gesagt. Das ist schon wieder ein Deal. Zwei Batterien. Zweimal so ein Swatch. Nein, die ist wirklich geil, die ist voll gut. Die passt ja zu meinem Outfit heute. Weißt du so? Ich hoffe, dass das okay ist. Also ich meine, also kann ja sagen, ich bin kein Israeli-Fan, ich bin auch kein Palästinenser-Fan. Ich bin kein Polen-Fan und ich bin kein Hamburger-Fan. Ich bin nicht einmal ein Regenholler-Fan. Bitte. Das ist alles. Aber egal wo sie immer sind,
Sie sagen nicht das, was sie sagen, gell? Einfach nur ausschließen. Egal was immer. Und das, wie gesagt, du hast das noch wirklich erschreckt. Also wenn ich heute in Deutschland irgendwas über geistig Zurückgebliebene sage, so, dann meinen alle in Deutschland, ich sage was über den Habeck. Und ich meine das ja, ich meine ja das nicht wie so geistig zurückgeblieben, ich meine das sozial zurückgeblieben. Vielleicht würde er noch länger gesorgt werden, aber die Mutter hat gesagt, nein, du musst wieder ins Büro und dann hast du nicht mal eine Bettstatt rein und da hat er halt dann 4 Stunden gebaut, bis die Zeit wieder kommen und der ist ausgelöst. Also so habe ich, so ein grüner halt, weißt du schon, Tantra, grün, braun. Und ich habe die Stadt so voll gekommen, dann habe ich da eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Und nach dieser, ich bin da mit dem Auto hingefahren, gell? Okay? Ich glaube, wenn ich so, das ist ein Fahreignungsprüfung da fahre, ich mache doch keinen Zugbegleiterschein, ich mache doch eine Fahreignungsprüfung für Autos, sonst war ich mit dem Zug gekommen, wenn ich für einen Zugbegleiter prüfe. Habe ich gesagt zu dem Psychologen, weil er gesagt hat, wie geht es dir denn mit Drogen, sage ich, also ich weiß nicht, bin ich schon der Richtige mit ihm? Ja, Sie sind doch nicht, sollten Sie. Sie wollen doch Ihren Führerschein wieder, sage ich. Ja, wer sagt denn sowas? Ich habe doch den nie hergegeben. Das stimmt, der ist nicht gezogen worden, sage ich. Ja, das stimmt überhaupt nicht, rufen Sie an und Landrat und sagen, lassen Sie sich mit dem Herrn was, weiß ich was verbinden. Da habe ich gesagt, Namen darf man nicht sagen, das ist das F-Wort, verstehst du? Da habe ich gesagt, alles klar, und fragen Sie, ob der meinen Führerschein hat. Und wenn er sagt, ja, hat ihn, dann zeige ich Ihnen, dass er nicht hat. Eine Stunde dauert, dann ist die Polizei gekommen und hat mich abgeholt. Ich habe mich immer so gestritten, weil er immer wieder gesagt, ja, wie geht es Ihnen denn ohne Drogen? Dann sage ich, ja, brauchen Sie Wasser oder was? Weil er fünfmal sagt, wie geht es Ihnen denn? Ja, wollen Sie Drogen? Hey, soll ich im Auto unten habe ich? Also. Nein, er hat gesagt, er sagt, ich meine nicht, wie geht es Ihnen ohne Drogen jetzt so auf, in Bezug auf Drogen, sondern in Bezug auf Sie, auf Ihre Person, wie geht es Ihnen denn ohne Drogen? Dann sage ich, wie schaue ich denn aus? Dann sagt er, ja, irgendwie gut, sage ich. Ja, habe ich gesagt, glauben Sie, ich schaffe das ohne Drogen? Da habe ich gesagt, nehmen Sie Drogen? Nein, um Gottes Willen. Und er sagt, niemals in meinem ganzen Leben habe ich Drogen genommen, ich bin für total für Anti, für Drogen, sage ich. Dann würde ich jetzt gerne mit einem Fachmann reden. Sie haben mich dann ausgesondert, aber Steuern muss ich trotzdem zahlen. Dann haben sie gesagt, das ist wurscht, du bist zwar nicht mehr gesellschaftsfähig, aber du musst trotzdem Steuern zahlen. Dann habe ich gesagt, okay, dann spüre ich einfach nicht mehr so viel. Dann wirkt sie weniger. Dann habe ich gesagt, nein, dann nehmen wir da nicht. Danke ist das Beste, was ich kenne. Riecht schon so sehr gut, wenn es verbrennt. Ich baue mir jeden Tag ein kleines Griff. Mir geht's einfach gut, wenn ich kiff. Ganja ist das Beste, was ich hab. Und ich hoffe, es pflanzt mir irgendwann aber irgendeiner was auf mein Grab. Dann freue ich mich ja schon fast ein bisschen auf Sterne. Ich sag euch gleich, ich rauche einfach gern. Hey Doktor, sag mal, was ist denn bloß los mit mir? Ich kann die ganze Nacht nicht schlafen, ich träume bloß hin und her. Ich glaub, ich bin depressiv, ich kann den ganzen Tag rehren. Ich mag nichts mehr sehen und ich kann's einfach nicht mehr hören. Der Doktor sagt, sag mal gleich, und er verschreibt mir ein Rezept, einen ganzen Sorg. Voll bunte Pillen, dann fahrt er mit seinen Nageln ein Porsche weg. Hey Leute, wirklich, ich hab's echt probiert. Ich wollte es wirklich nicht mehr, aber ich hab mir nicht traut. Das kann doch nicht so sein, du hast so ungefährlich ausschaut. Ganz schön ist das Beste, was ich kenn. Du riechst es so sauber, wenn es verbrennt. Ich baue mir jeden Tag ein kleines Brief. Mir geht's einfach gut, wenn ich kiff. Ich muss heute zur medizinisch-psychologischen Untersuchung. Ich muss heute zur medizinisch-psychologischen Untersuchung in Rosenheim beim TÜV. Brauchen wir schnell einen Typen auf der Straße.
ein Psychologe stellt mir Fragen, er fragt ganz scheinheilig, wie es mir geht. Ich schau mal, sagt sie, mein Alter, siehst du das nicht? Ich sitz meine Kopfhörer auf, three little birds. Ich fang zum Tanzen an, aber ich frag vorher noch ganz fremdlich, ob es mein wirklich nicht stört. Es dauert keine 20 Minuten, ich sag's euch gleich, dann kommt die Polizei. Ich hab mein Führerschein nicht gekriegt, aber dafür bin ich frei. Ganz schlecht ist bis die, was ich kenn. Es riecht schon so sauber, wenn es verbrennt. Aber jeden Tag mal was blüht, mir geht's einfach gut in den Kiff. Was zu, meine Frau sagt neulich, sie hat an so einem Sex überhaupt keinen Spaß. Nur wenn ich selber eine aussehe, 20 Minuten, das war's. Zu welchen Liebchen sagt sie nicht, gefällt oder gefickt. Und was recht hat, was recht. Und ich habe überhaupt nicht lang überlegt. Ich bin aus in der Küche und ich baue mir wirklich ganz einen kleinen Joint. Ich darf heute in meiner Küche sitzen, aber meine Frau hat mich irgendwann geholt. Dann sind wir langsam ins Bett und wir haben uns ganz langsam geliebt. Ich hab gar nicht gewusst, dass das so langsam geht. Ganz schön ist das Mist, was ich kenn. Es riecht schon so sauber, wenn es verbrennt, aber jeden Tag. Aber mein kleines Bier, mir geht's einfach gut, wenn ich kiff. Das war so, was ich euch sage. Der Tod klopft an mein Tier, geh hin, mach auf und lass ihn rein. Er sagt, grüß Gott, nimm meine Hand und sagt, hey Alter, jetzt wird's Zeit. Ich reiß mich los und sag, sie, wir brauchen noch einmal ganz kurz meine beiden Hände. Mit einer Hand habe ich gesagt, sie hat Bauch, dass sie einfach keinen Joint. Und ihr riecht, was da verbringt, ihr hat ein ganz große Augen. Er fragt, schau mich, ob er einmal zünd darf. Ich kann es bis heute noch nicht glauben. Er raucht mir meinen ganzen Joint drauf der Zahn. Aber ich hab's mir bereut. Er sitzt selber immer auf der Couch und überlegt, was er wollt. Das Beste, was ich kenn. Es riecht schon so sauber, wenn ich es verbrenne. Ich baue mir jeden Tag ein schönes Blüff. Mir geht's einfach gut, wenn ich kiffe. Ich baue mir jeden Tag, jeden Tag. Ich baue mir jeden Tag.